Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Expeditionen-Guide für Outriders. Heute stürzen wir uns in die Expedition Gebirgsstation und ich werde euch zeigen, wie man hier ohne größere Schwierigkeiten solo und auf Rang 15 die Goldauszeichnung erhält und damit den besten Loot. Die Tipps und Tricks aus diesem Guide lassen sich natürlich ohne Probleme auch für niedrigere Schwierigkeitsstufen verwenden und eignen sich somit perfekt zum Raufleveln. Starten wir los in die Expedition. Und wenn wir jetzt starten, sehen wir gleich auf der rechten Seite einen Geschützturm. Achtet darauf, dass hier zwei Sniper spawnen und schießt mit ein paar Schüssen aus der Distanz auf die Gasflaschen. Ihr seht, dass diese dann explodieren und die zwei Scharfschützen oben automatisch ausschalten. Ihr spart euch damit wirklich immens viel Nerven und ihr könnt dann unten die Gegner wirklich gemütlich ausschalten. Verwendet dazu auch gerne ein paar Cooldowns, denn ihr braucht sie für den restlichen Abschnitt nicht unbedingt. Nachdem ihr dann den Elite hier oben ausschaltet, seht ihr schon, dass weiter hinten ein paar Nahkämpfer spawnen. Diese schafft ihr ziemlich einfach zu besiegen, sie halten nicht viel aus. Und achtet dann auch darauf, dass hinter euch noch einmal ein bis drei Gegner vorbeikommen, um euch zu schießen. Wie gesagt, sobald die Scharfschützen im Turm ausgeschaltet sind, ist diese Stelle nicht mehr allzu schwierig und ihr solltet sie ziemlich schnell unter Kontrolle haben. Spart also wirklich nicht mit euren Cooldowns und macht euch das Leben hier einfach. Sobald ihr weitergeht zu dieser Brücke, seht ihr, dass nun nach der Reihe einzelne Gegner zu euch spawnen. Ihr könnt diese Gegner aus der Distanz sehr gut ausschalten. In meinem Fall haben sich auch ein paar Gegner von hinten angeschlichen, das ist nicht immer der Fall, behaltet dazu eure Minimap im Auge. Sobald ihr hier den letzten Gegner ausschaltet, könnt ihr die Treppe nach unten laufen und achtet hier darauf, dass unten noch ein paar Gegner stehen und rechts drei Elite-Gegner spawnen. Setzt hier am besten den Kälteeinbruch ein von Technomanten. Ihr könnt auch euer Geschütz werfen und die Gegner ablenken und macht dann die Elite-Gegner mit ein paar gezielten Headshots schnell fertig. Sobald ihr die Elite-Gegner hier erledigt habt, könnt ihr wieder gemütlich aus der Entfernung die restlichen Gegner in diesem Bereich vor euch erledigen. Hier gibt es nichts Besonderes zu beachten, versucht nur nicht in diesen Einschlagsradien von den Mörsern geschossen zu stehen und Damage zu vermeiden. Vergesst auch nicht, wenn ihr in Brand gesteckt werdet, könnt ihr mit einer Rolle das Feuer schnell löschen und so weiteren Schaden verhindern. Sobald ihr dann da die letzten Gegner erledigt habt, könnt ihr auch die nächsten Gegner hinten in dem Bereich ausschalten. Am Anfang stehen da noch zwei bis drei normale Gewehrschützen auf dem Turm. Ihr könnt diese entweder ausschalten oder ein wenig warten, bis sie zu euch runterkommen. In meinen letzten Runs sind sie eigentlich mit der Zeit immer heruntergelaufen, so wie jetzt, und ich konnte sie gemütlich ausschalten. Hier gilt auch, spart nicht mit den Cooldowns, setzt sie ein. Nicht als Notfallbutton, sondern aggressiv, einfach um euch das Leben einfacher zu machen und die Kills schneller zu erhalten. Sobald keine Gegner mehr da sind, läuft ihr die Treppe runter und Achtung, sobald ihr unten landet, spawnen Gegner. Es sind drei Nahkämpfer und ein Elite mit normalen Geschossen, den ihr mit ein paar Headshots leicht ausschalten könnt. Sobald diese Gegner besiegt sein, lässt sich der blaue Hebel an der rechten Seite aktivieren und es öffnet sich eine Türe. Dahinter warten euch die ersten Perforos in dieser Welt. Auch hier kein Problem. Setzt euren Skill ein, bei mir Kälteeinbruch, nagelt die Gegner fest und schaltet sie aus. Sobald ihr die Höhle betretet, kommen auch wieder ein paar weitere Gegner, eher kleinere, später auch ein paar Alpha-Perforos, die aber kein Problem darstellen sollten. Die Menge, die Anzahl der Gegner bleibt überschaubar. Zusammen mit euren Skills solltet ihr hier wirklich kein Problem haben. Nehmt daher eure Skills gerne offensiv her, um einfach für euch das Leben zu erleichtern, um die Kills schneller einzusammeln und die Gesamtzeit zu verbessern. Sobald ihr den nächsten Bereich öffnet, kommt ihr in ein größeres Schlachtfeld. Dort werden eine größere Anzahl von kleinen Perforos spawnen, ein paar Gift-Perforos und auch Alphas.
Ihr könnt diese ziemlich schnell erledigen. Konzentriert euch zuerst auf die Alphas, da sie zu euch rushen können und euch betäuben. Ihr könnt dazu gerne euer Geschütz verwenden und auch Kälteeinbruch, um die Gegner festzufrieren. Sobald ihr die Alphas erledigt habt oder zumindest ein wenig angeschossen habt, könnt ihr euch auf die kleinen Perforos konzentrieren. Wie ihr sehen werdet, gehen die ziemlich schnell down, da wir den Mod Knochensplitter haben. Knochensplitter verursacht auf Rang 2 Flächendamage, sobald ihr einen Kill macht. Und dieser Damage reicht bei kleinen Perforos aus, um sie zu töten. Und ihr erreicht dadurch wirklich sehr gutes Gegner-Controlling. Sobald hier in diesem Bereich die nächsten Gift-Perforos spawnen, wisst ihr, dass auch zwei Kriecher in der Nähe spawnen werden. Diese könnt ihr aus der Distanz gut ausschalten mit Headshots. Versucht dabei, sie einzufrieren. Diesen Flächenattacken, wie hier mit diesem roten Strich, weiß ich nicht, wie man diesen effektiv ausweichen kann. Daher seid ihr gut beraten, die Kriecher so schnell wie möglich auszuschalten. Es spawnt dann, nachdem die beiden Kriecher gespawnt sind, ein wenig später noch ein dritter Kriecher. Auch diesen schaltet ihr mit der bekannten Taktik aus. Es ist an dieser Stelle kein größeres Problem, da neben den drei Kriechern nur ganz wenig andere Perforos auf dem Spielfeld sind. Die Luft ist rein. Weiter zum Gipfel. Sobald ihr die nächste Blockade löst, könnt ihr weiterlaufen und es werden ein paar kleinere Perforos auf euch zukommen. Die könnt ihr auch ohne Skills leicht erledigen. Sobald ihr oben ankommt, seht ihr schon wieder, dass eine größere Fläche besteht, wo ein größerer Bosskampf losgehen wird. Es werden nun rechts Gift-Perforos spawnen, die ihr am besten so schnell wie möglich ausschaltet. Das erleichtert euch den Kampf ungemein. Danach kommt auch schon die Brutmutter und hier empfehle ich euch wirklich auf Schnelligkeit zu gehen. Versucht die Brutmutter zu töten, verwendet auch gerne im Notfall euer gesamtes Magazin an Bestkugeln und verwendet dann das Ersatzmagazin, um weiter Bestkugeln verwenden zu können. Gleich nachdem die Brutmutter nämlich spawnt, spawnt auch ein großer Vogelgegner. Diese Vögel kennt ihr bereits aus dem Hauptspiel und sind ziemlich anstrengend. Sie haben einen guten AOE-Schaden, sie haben auch Geschosse und sie können euch auch attackieren, indem sie auch euch rammen. Von diesen Vögeln kommen noch zwei an dieser Stelle. Und am besten, habe ich gesehen, kann man sie damit erledigen, dass ihr sie in der Luft mit einem kritischen Kopfschuss trefft. Dadurch gehen sie kurz down und sind am Boden sehr leicht verwundbar. Trotzdem ist es an dieser Stelle sehr wichtig, dass ihr aufpasst und wirklich eure Skills bewusst einsetzt. Ich für meinen Fall werde hier Kälteeinbruch immer dann einsetzen, wenn ein Vogel auf dem Schlachtfeld ist. So habe ich Sobald auch der dritte Vogel erledigt ist, könnt ihr die restlichen Gegner zerstören, die hier kein großes Problem darstellen. Ihr geht dann den Weg weiter und kommt in den letzten Abschnitt dieser Expedition. Hier möchte ich euch vorher schon auf den Weg geben, dass dieser letzte Abschnitt ein paar tricky Stellen hat. Ihr müsst vor allem darauf aufpassen, dass hier neben kleinen Gegnern auch meistens so Minibosse mitspawnen wie Brutmütter oder eben auch diese Vögel oder auch zum Schluss ein Behemoth. Es ist daher wichtig, dass ihr hier mehr auf Gegner-Controlling geht und immer eine gute Abwägung dazwischen findet, ob ihr gerade den größeren Gegner beschädigt oder ob ihr die kleinen Gegner schnell ausschaltet. Zu Beginn jedenfalls könnt ihr hier die Alpha-Perforos ziemlich schnell ausschalten. Werft dazu euer Geschütz, welches die Perforos einfriert und erledigt diese, noch bevor ihr auf den Vogel geht. Ich war an dieser Stelle ein wenig zu langsam und habe mich dann auf den Vogel konzentrieren müssen. Es ist jedoch empfehlenswert, dass ihr die Alphas so schnell wie möglich tötet. Es folgen dann noch zwei weitere Vögel, welche jetzt jedoch kein Problem darstellen, da neben den Vögeln keine anderen Gegner mehr dort sind. Sobald ihr den letzten Vogel dann erledigt habt, spawnen zwei Kriecher neben ein paar anderen kleineren Gegnern. Ich kann hier nur die Empfehlung geben, den ersten Kriecher, den ihr vor euch habt, so schnell wie möglich auszuschalten, damit euch nur noch ein Kriecher mit seinen großen, weiten Attacken auf die Nerven geht.
Danach ist es eine Entscheidung, die je nach Situation abhängig ist. In meinem Fall habe ich mich dazu entschieden, die Gegner zu kiten. Zu kiten bedeutet, dass ich von den Gegnern immer weglaufe, in Notfalls auch wirklich im Sprint, um Abstand zu gewinnen und die Gegner hinter mir herziehe. War von daher der Begriff kiten. Durch das Kiten gewinnt ihr Abstand und Zeit, um die Gegner zu vernichten, und auch eure Cooldowns laden sich hier immer wieder auf. Ihr seht, dass ich dadurch die Gegner, vor allem die kleineren, gut unter Kontrolle hatte und die großen Gegner wie den Vogel und den Kriecher dann leicht besiegen konnte. Ihr könnt also wirklich hier im letzten Abschnitt auf diese Taktik immer wieder zurückgreifen, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Gegner euch überfordern. Sobald ihr hier dann den letzten Gegner besiegt, kommt eine kleine Zwischensequenz und ihr habt einen Behemoth zu bekämpfen. Dies unterscheidet sich nicht von den Behemoths der anderen Missionen und lässt sich wirklich einfach durch Headshots ausschalten. Mir ist jedoch vorgekommen, dass dieser ein bisschen mehr aushaltet. Seid daher darauf vorbereitet, dass ihr ihn vielleicht ein, zweimal einfrieren müsst, um ihn wirklich down zu bekommen. Es ist jedoch jedenfalls empfehlenswert, ihn gleich zu töten, bevor ihr auf die anderen Gegner geht. Seht nämlich, dass er mit seinen Sprungattacken euch erstens viel Damage zufügen kann und zweitens aus dem Konzept werfen kann. Zudem spawnen dann auch noch zwei Vögel. Zusammen mit deren Flächenattacken kann es dann wirklich knapp für euch werden. Hier in dieser Situation habe ich mich auf das Erledigen der Vögel konzentriert. Es wäre jedoch sicher auch möglich gewesen, hier mit den Kiten zu beginnen und quasi die kleinen Gegner und auch die Vögel zu ziehen. In dieser Situation habe ich mich dazu entschieden, aufs Ganze zu gehen, und es ging sich noch einmal gut aus, vor allem weil ich meine Cooldowns eingesetzt habe. Und sobald ihr hier den letzten Gegner besiegt, endet auch schon die Expedition. Und wir haben es zusammen geschafft, die Expedition solo in Gold abzuschließen. Ich hoffe, dass der Guide euch gefallen hat, dass er euch weitergeholfen hat und dass auch ihr demnächst, oder vielleicht habt ihr es ja schon, den Goldstatus bei dieser Expedition erreicht. Ihr könnt mir gerne ein Like oder ein Abo dalassen oder in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge hinterlassen. Solltet ihr noch auf einer Suche nach einem Bild oder nach einer geeigneten Ausrüstung sein, könnt ihr gerne auf mein vorheriges Video zurückgreifen, wo ich euch mein Bild vorstelle. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch eine schöne Zeit in Outriders und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen bei meinem nächsten Expeditionsguide. Macht es gut!